Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem kleinen England-Tutorial in Age of Empires 4 mit einer speziellen Langbogenschützenstrategie, die ich euch zeigen möchte. Dabei ist es besonders wichtig, dass ihr zu Beginn direkt Siedler ausbildet, direkt auf eure Schafe geht und hier auch die weiteren Schafe einsammelt. Das ist sehr wichtig und ihr macht folgendes. Die ersten 6, die ihr schon habt, stellt ihr auf Nahrung und dann kommen die weiteren 2 erstmal auf Gold. Der erste, der jetzt hier ausgebildet wird, der gleich rauskommen wird, der baut hier bitte auch ein Haus hin. Und danach dann dort das Bergarbeiterlager. So. Wir haben die Schafe abgelegt. Jetzt werden wir hier fleißig erkunden. Und da die Schafe oder Kadaver hier nicht verwesen, einfach jetzt wieder auf Nahrung gehen. Also 2 auf Gold reichen vollkommen. Dann kommen wieder 2 auf Nahrung. Und die dürfen hier ruhig eben bei den Schafen alles in Ruhe einsammeln. Und jetzt ist es natürlich wichtig mit unserem Speer, dass wir möglichst noch Schafe finden. Das muss hohe Priorität haben auf jeden Fall. Und hier muss man immer gucken, dass natürlich das Lager vorher fertig ist. Hier sehen wir zum Beispiel, ist noch ein Schaf in der Nähe. Da sollten wir noch hinkommen. So, jetzt haben wir hier 7. Gehen wir mal hier gleich aufs Schaf für den 8. Und der Gegner wird hier rechts gegenüber sein, deswegen werde ich jetzt die nächsten 4 Stück direkt an die Front schicken tatsächlich. Um dann da frontal zu agen. Offensiv. So, jetzt wird weitergelaufen bitte. Zum Feind. Und jetzt haben wir gleich die Ressourcen zum Agent. Jetzt muss noch einmal die Nahrung abgegeben werden. Und jetzt gehen wir hier ab mit der Ratshalle. Am besten auch immer hier auf einen Hotkey legen. So, jetzt geht ihr hier auf Holz. Hier wieder auf die Nahrung. Und ihr zieht auf jeden Fall auch noch direkt 2 von der Nahrung aufs Holz ab, weil ihr jetzt natürlich dringend auch noch mehr Holz brauchen werdet. So, neue Siedler natürlich in Auftrag geben. So. Und hier ausbilden, perfekt. Hier haben wir jetzt noch ein Schaf gefunden. Noch mehr Schafe, sehr schön. Auch ein Wildschwein, okay. Ah, das ist nicht perfekt. Am besten wäre eine Herde gewesen, die wir direkt jagen können mit unseren 4 Siedlern. Darauf zielt nämlich die Taktik auch ab, dass das dann klappt. So, wir bauen jetzt hier gleich ein Holzfällerlager. Zack. Und werden dann hier auf Holz weitergehen. So, schicken wir unsere Schafe bitte zurück. Das ist auch super wichtig. Gut, hier werden wir jetzt gespäht. Das ist nicht ganz so schlimm. Hier baut man noch hier ein Haus auf jeden Fall hin. Das werden wir brauchen. Und die Siedler in der Schleife ist auch wichtig. So, hier kommen die neuen Schafe. Perfekt. Läuft soweit alles nach Plan. Jetzt müsst ihr nur schauen, dass ihr relativ schnell noch auf das Holz kommt, was ihr für den ersten Langbogenschützen braucht. Weil wir sind jetzt durchgeaged. Zack, der erste wird in Auftrag gegeben. Relativ schnell, Minute 4:30. Und jetzt würden wir einfach mal noch probieren, am besten auf eine Jagdherde in der Nähe gehen. Jetzt haben wir hier leider nur das Wildschwein. Das wird jetzt interessant. Wir sind leider eh schon angehittet, ob wir das schaffen können. Aber wir können das jetzt mal mit dem Langbogenschützen zusammen versuchen. So. Neuer Langbogenschütze in Ausbildung geben. Okay, das versuchen wir jetzt hier zu töten. Ja, es klappt auf jeden Fall ohne einen Siedler zu verlieren. Ziemlich gut. Perfekt. Und jetzt baut ihr hier weitere Langbogenschützen und geht direkt mal in Richtung Gegner vorwärts. Denn es geht darum, dass wir hier möglichst schnell den Gegner auch stören können.
Und hier haben wir jetzt 1000 Nahrung, die wir hier absammeln können. Das bringt uns erstmal eine ganze Zeit was. Ah ja, schaut an, hier wäre auch noch eine Herde dann. Perfekt. Ich gehe davon aus, dass der Gegner hier unten irgendwo ist. Hier, das sieht mir sehr nach gegnerischer Base aus. So, und jetzt einfach weiter produzieren. Genau, die Schafe wurden hier auch gebracht. Und hier unten ist zum Beispiel auch noch eine Herde. Da ist es dann empfehlenswert, auch noch eine Mühle zu bauen. Und dann hier stärker noch drauf zu gehen. So, hier wollen wir natürlich nicht auf die Gebäude gehen, sondern auf die Siedler, die da hier mit dabei stehen. Aber ihr müsst außerhalb der Reichweite des Dorfzentrums bleiben, das ist ganz wichtig. Wie ihr seht, das Dorfzentrum hat einen unserer Langbogenschützen down bekommen. Das heißt, einfach immer außen rumlaufen hier. Und dann funktioniert das hervorragend. So, immer mal wieder ein Haus bauen natürlich. Ihr habt genügend Gold, dass ihr jetzt auch mal das Holz-Upgrade euch holen könnt. Und hier geht ihr dann auf die Nahrung drauf, bitte. Die sind jetzt alle untätig, die schickt ihr alle hier auf die Nahrung. So, hier habt ihr die Goldsiedler gefunden. Das wäre gut gewesen, jetzt die zum Beispiel schon vorher zu finden. Und das möchte ich euch jetzt eben auch genau zeigen. Was passiert, wenn ihr schnell genug die Siedler findet, die Gold sammeln? Das haben wir jetzt hier geschafft. In diesem Fall, wenn ihr schnell genug diese Taktik durchführt, alles perfekt läuft und der Gegner nicht so schnell ist, dann könnt ihr den Gegner direkt vom Goldsammeln abhalten, beziehungsweise die Siedler dort auch schon töten. Und manchmal reicht es dann aber trotzdem nicht und der Gegner hat schon die 200 Gold gesammelt, die er braucht zum Agen. Aber ihr seht jetzt hier in diesem Fall, dass gerade die Kathedrale, also das Wunder zum Agen, gebaut wird. Das ist jetzt die günstigste Gelegenheit für euren Langbogenschützen-Rush. Ihr greift an. Ihr seht, es ist erst zur Hälfte gebaut. Das heißt, ihr geht sofort auf die Siedler, die diese Kathedrale bauen, greift sie an und tötet sie im besten Fall. Achtet darauf, dass ihr außerhalb des Dorfzentrums unter Reichweite bleibt, denn sonst passiert das wie hier. Sonst sterben ein bis zwei Langbogenschützen leider. Aber ihr habt es geschafft, tatsächlich hier erfolgreich, dass die Siedler sich nicht trauen, die Kathedrale weiterzubauen. Und die werden immer wieder zurückkommen und versuchen es immer wieder, sie zu bauen. Und eure Aufgabe ist es jetzt, mit euren Langbogenschützen immer wieder hier Druck auszuüben, immer wieder auf die Siedler, die die Kathedrale bauen wollen, zu schießen, um sie davon abzuhalten, immer wieder zu töten. Denn das ist die optimalste Variante, wie ihr diese Taktik, die ich euch hier zeige, verwenden könnt. Indem ihr so früh zum Beispiel beim Gegner seid, dass ihr verhindern könnt, dass er nach Age 2 kommt, weil ihr seine ganzen Siedler tötet, die das Wunder bauen. Wenn der Gegner das natürlich perfekt, sage ich jetzt mal, im Radius eng an seinem Dorfzentrum macht, dann ist es sehr schwierig, weil das Dorfzentrum auf euch schießt, aber die Langbogenschützen haben eine ganz gute Reichweite. Das Dorfzentrum hat am Anfang noch eine höhere Reichweite, aber wenn es jetzt hier wie hier einfach noch ein bisschen entfernt ist vom Dorfzentrum, ihr an dem Waldstück steht, entfernt von der Kathedrale, könnt ihr dort einfach stehen bleiben, ihr wartet immer wieder, bis Siedler kommen. Falls der Gegner einzelne Truppen gegen euch schickt, dann tötet ihr die natürlich zuallererst, damit ihr immer mehr eine Masse an Langbogenschützen ansammeln könnt. Und je mehr Langbogenschützen ihr langfristig habt, umso besser läuft dann das Ganze. Umso besser könnt ihr auch einfach schon mit den Langbogenschützen theoretisch auf die Kathedrale schießen und damit Damage ausüben. Natürlich macht ihr nur einen sehr geringen Belagerungsschaden, aber ihr macht was, anstatt einfach nur rumzustehen. Aber wichtig ist eben, dass ihr sozusagen dieses Wunder, das kann ja auch bei einer anderen Nation ein anderes Wunder sein, dass ihr das unter Belagerung stellt. Das heißt, in dem Fall nicht unbedingt die Taktik anwenden, die ich jetzt schon vorher erklärt habe, immer die ganze Zeit Siedler fangen, sondern versuchen vor allem zu verhindern, dass der Gegner aged. Natürlich kann man trotzdem zwei, drei Langbogenschützen nehmen und versuchen gehen zu raiden und links und rechts herum bei den Holz- und Gold-Sammelstellen und auch bei der Nahrung. Und jetzt haben wir es hier wieder gesehen, die Siedler wollten wieder die Kathedrale weiterbauen, aber unsere Langbogenschützen halten sie jedes Mal davon ab. Und wir greifen die ganze Zeit auch die Kathedrale an. Es kommen immer mehr und wieder einzelne Soldaten, die uns angreifen, aber mit einer genügend großen Masse an Langbogenschützen können wir das Ganze erfolgreich verhindern. Wir verhindern, dass der Gegner aged. Der Gegner bekommt keine guten Truppen in Age 2. Wir haben die hingegen schon längst und er hat dann eigentlich keine Chance mehr, weil mit seinen Age 1 Waffenknechten hat er eigentlich keine Chance, weil wir die immer raussnipen können. Und wie gesagt, auch bei jeder Taktik hier, versucht so stark es geht auf Jagdtiere zu gehen. Fische bringen tatsächlich das meiste an der Küste, wenn ihr die absammelt. Dann kommen eben die Jagdtiere, dann Schafe. Also da kriegt ihr am meisten und am schnellsten Ressourcen. Und später erst Beeren und dann irgendwann die Felder für die Mühlen.
Deswegen eins nach dem anderen. Und natürlich könnt ihr auch bei dieser Taktik die Schmiede bauen und die Rammböcke, wenn ihr das noch braucht. Vielleicht reicht es aber schon mit euren Langbogenschützen, dass ihr genügend Ärger macht, dass ihr immer wieder die Siedler angreift und immer wieder Belagerungsschaden ausübt, dass es einfach der Gegner nicht schafft, hier voranzukommen. Aber wenn eure Wirtschaft passt, dann könnt ihr natürlich auch wieder auf Rammböcke gehen. Und der Vorteil jetzt hier ist natürlich, der Gegner ist nicht geaged, das heißt, ihr braucht keine Angst zu haben vor stärkeren Reitern, die euch angreifen, sondern höchstens vor Speeren. Aber die könnt ihr eigentlich ohne Probleme mit eurer Pfahltaktik als Engländer mit den Bogenschützen abwehren. Und mit einer genügenden Masse könnt ihr da sowieso einzelne Reiter ganz gut rausfokussen. So setzt ihr immer wieder das Wunder unter Belagerung und habt den Gegner damit eigentlich schon längst besiegt. Und er hat keine Chance mehr zurückzukommen. Das ist eben die schnelle Variante. Aber ich möchte euch jetzt natürlich auch noch zeigen, wie es weitergeht, wenn der Gegner natürlich schon geaged ist und ihr kommt erst mit euren Bogenschützen an. Also wenn der Gegner schnell ist, ihr seid vielleicht ein bisschen langsamer, dann möchte ich euch zeigen, wie ihr damit umgeht und wie ihr mit euren Langbogenschützen beim Gegner trotzdem sehr viel Schaden machen könnt und sehr viel Belagerung. Das schauen wir uns jetzt auch wieder an. Okay, das sind keine Siedler, das heißt, wir schauen jetzt mal da vorne hin. So. Wichtig ist, eine Masse an Langbogenschützen zu bekommen, die euch da weiterbringen. So, jetzt hat der Gegner aber schon ordentlich Truppen. Sprich, wir müssen uns hier mal zurückziehen. Leider ist die Reichweite ziemlich hoch von denen. So, sie, ja doch, die verfolgen uns immer noch. Aber wie ihr seht, sammeln wir ja hier neue Truppen. Gleich mal zwei Häuser hier bauen. Und wir gehen hier wieder auf die Nahrung drauf. Gib mal hier mal auf den, der ist näher. Jetzt brauchen wir einfach noch ein paar mehr Schützen. Und müssen hier etwas hier den Run machen. Und neue Schützen. Etwas zurückziehen. Und Feuer frei. Ja, jetzt trauen sie sich nicht mehr außerhalb der Reichweite hier. So, genau, hier sind wieder die Siedler, die wir töten wollen. Zweimal drauf, zack, und sie sind tot. Und wir schauen wieder. Wir geben ihm keine Ruhe. Wir versuchen, sehr viele zu töten. Und wenn wir jetzt hier, wie bei diesem Beispiel, nicht weiterkommen, dann ist es empfehlenswert, eine Schmiede zu bauen. Denn es gibt ein super Upgrade, dass ihr dann Belagerungswaffen bauen könnt, und zwar Rammböcke. Und diesen Rammböcken dann den Gegner besiegen könnt. Und die ganze Zeit einfach weiter Bogenschützen bauen, um eine Masse aufzubauen. Ich werde mal den Holzfäller hier ein bisschen besser hinbauen. So, dann geht das alles schneller. Denn, sobald jetzt wir hier die Schmiede haben und dieses Upgrade Belagerungsfachkenntnisse holen, desto schneller können wir dann auch die Rammböcke bauen. Natürlich weiter Langbogenschützen. So, im besten Fall könnt ihr dann gleich sogar mehrere bauen. Am besten gleich zwei Rammböcke. Macht das ruhig mit vielen Einheiten. Und weiter Langbogenschützen einfach spammen. Das Beste, was ihr machen könnt. So, ihr geht mal alle da rein. Und wir gehen direkt aufs Dorfzentrum, nicht auf die... Und wir bauen gleich noch was hier. Denn das Dorfzentrum macht uns am meisten Schaden gerade. Nicht die Kathedrale, die Einheiten produzieren könnte, sondern das Dorfzentrum. Deswegen gehen wir einfach mit beiden Rammen direkt aufs Dorfzentrum drauf. Bauen deswegen hier auch noch weitere Rammen. Und greifen damit auch noch an. Und wir brauchen wieder neue Häuser. Die schreien gerne mal, diese Siedler. Ist mir schon aufgefallen. So, und jetzt haben wir gleich mit drei Rammen ohne Probleme das Dorfzentrum passiert. Also so könnt ihr die Taktik verwenden, wenn ihr nicht schnell genug seid. Wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr sogar hier die Kathedrale verhindern, dass die eben gebaut werden kann. Und jetzt habt ihr das Dorfzentrum vernichtet, somit schießt keiner mehr auf euch. Jetzt können immer mal wieder noch ein paar Waffenknechte kommen, aber dafür habt ihr jetzt eine Masse an Langbogenschützen, die ihr aus den Rammböcken auch wieder rausholen könntet.
Und ihr baut einfach jetzt weiter Langbogenschützen, weiter Ramböcke, vernichtet noch das zweite Wunder und dann ist der Gegner schon besiegt. Weil ihr die ganze Zeit auch Druck ausgeübt habt. Ihr habt die ganze Zeit im Siedler getötet, ihr habt ihm die ganze Zeit vom Sammeln abgehalten und konntet aber dennoch die ganze Zeit Siedler selbst produzieren und eine Wirtschaft aufbauen, um hier durchgängig diese Langbogenschützen zu bauen. Theoretisch könnt ihr das auch noch ein bisschen variieren, eine Kaserne bauen, noch ein paar Speerkämpfer dazu mischen, um euch vor Kavallerie zu schützen, aber dafür könnt ihr ja auch die Fähigkeit mit den Pfählen einsetzen für die Langbogenschützen. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ja, schaut auch gerne meine anderen Videos rein, zum Beispiel der Fast Castle Landsknechte Push mit dem Heiligen Römischen Reich habe ich ein besonderes Video dazu gemacht und alle weiteren Sachen findet ihr natürlich auch noch verlinkt oder auf meinem YouTube-Kanal. Lasst gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Es wird in Zukunft natürlich noch mehr zu Age of Empires 4 geben.